Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Aufnahme slash Ausgabe zum Let's React. Und heute gibt's mal einen funny Song von 01099 Skr, produced by JBS, also der Song heißt Skr. Und auf jeden Fall, lass uns mal reinhören. Hat mir auf jeden Fall jemand von uns geschickt. Fängt schon mal geil an. Yeah, Bro! Ich bin gewaltablehnend wie ein Pazifist. Warte. Also, erstmal, der sieht beschissen aus. Und, also, so wie ich das verstanden habe, ist das ein Fun-Song. Skr. Skr ist das Song. Ich habe ein bisschen reingehört. Aber der sieht auf jeden Fall beschissen aus. Und wieder schon anfängt, so richtig monoton, wie halt beim letzten Mal. Aber auf jeden Fall, das ist halt ein Fun-Song. Er macht damit halt Business. Kann man machen. Let's go. Das ganze Waffe wie ein Polizist, hast kein Eigentum wie ein Kommunist, bist aufgebracht wie ein Feminist. Spielst was vor wie ein Pianist, Lululu. Warte, aufgebraucht wie ein Feminist? Hä? What the fuck? Ja. Sie lügen wie Pinocchio. Von Gefühlen gesteuert wie ein Sensualist. Ich flieg um die Welt wie ein Zirkusartist. Der Wind bläst am Blatt wie ein Fakultist. Mein Geld wächst hoch für ein Alpinist. Warte, ergibt das überhaupt irgendwo Sinn? Und was hat das bitte mit Skr zu tun? What the fuck? Hä, was war das mit Pinocchio davor? Ich hab das gar nicht gecheckt. Wo war das mit Pinocchio? Ja. Sie lügen wie Pinocchio. Von Gefühlen gesteuert wie ein Sensualist. Ach, sie lügen wie... Ah ja, bei Pinocchio wuchs ja die Nase. Aber hey, wieso sie lügen wie Pinocchio? Was ist das bitte für ein Zweckreim? Also ich habe den Text mir auch gar nicht angeguckt, weil die haben gar nicht den Text reingeballert. Aber bestimmt war das für den Reim wichtig. Ich flieg um die Welt wie ein Zirkusartist. Der Wind bläst am Blatt wie ein Fakultist. Mein Geld bergt hoch für ein Alpinist. Ja. Mein Geld bergt hoch für ein Alpinist. Ja. Warte, sein Geldberg ist so hoch wie ein Alpinist? Ein Alpinist ist doch der Dude, der hochklettert. Hä? Du meinst so wie der Mount Everest oder so ein Shit und nicht wie der... Egal, let's go weiter. Mein Geldberg so hoch wie ein Alpinist. Machen nice Lieder wie ein Komponist und verdienen so viel wie ein Erstligist. Deshalb werde ich jetzt zum Kapitalist. Du bekommst das Geld wie ein Bildjournalist. Hä? Kriegen Bildjournalisten echt zu wenig? Also ich muss sagen, er macht die ganze Zeit dreimal auf wie, also wie Sachen. Aber irgendwie kommt mir das also teilweise ein bisschen Bullshit vor. Keine Ahnung, also es ist auch ein Fun-Song, aber trotzdem, man kann da vielleicht ein bisschen lustige Wie-Vergleiche machen, wie zum Beispiel mit dem Bild-Redaktionstypen. Ja, trage alles damals wie die Menschen. Und ich esse es Skr. Also Mama, hol mir bitte wieder Skr. Skr. Brrra! Je mange du Skr, maman. Tu ne veux pas que je pleure, maman. Cherche mal Skr. Skr. Brrra, Skr. Ey, das ist eine gute Verarsche auf die ganzen Rapper, die ganzen Skr machen und danach die Skr. Und Alter, der hat ja, eigentlich hat er die wirklich hart gefickt. Wirklich jeden Rapper, der dieses Skr macht, hat er wirklich, eigentlich fickt er mit diesem Song jeden. Wenn man das zu sich und ich esse Skr. Also Mama, hol mir bitte wieder Skr. Je mange du Skr, tu ne veux pas que je pleure, cherche ma Skr. Also, das Video ist, also es ist schon irgendwie so billig gehalten, aber trotzdem irgendwie, keine Ahnung, passend. Also, es ist, ja, also passend zum Song halt eben, so in der Hinsicht. Also auch scheiße. Aber halt trotzdem geil. Aber ich verstehe nicht, was diese französische Einlage so... Ich verstehe auch nicht, was er da... Also ich kann nicht so gut Französisch. Ich hatte es mal in der 5., 6., dann 7., 8., keine Ahnung. Hatte immer 5. Aber das Ding ist halt... aber es klingt doch nicht schlecht, dieses Französische, muss ich sagen. Mal Kolibris mit Henna, wie Henna Montana. Mach ich Lieder noch schneller. Am Fenster schreibt den Part für Skr. Na Sissi, Skr. Ein Blick in ihr Gesicht und sie schaut wie ein Aski. Ich hol beim Späti Skr. 1999 ist auf meinem Pulli. Und die Family. Bei Pizza Pfeife in der Nacht und kein Lieferheld. Wenn du Fashion trickst, nur beim Paket zu stellen. Du bist neidisch, weil sie unsere Lieder kennen. 1999 ist weise wie Spider-Man. In Dresden lauf ich durch die Streets. Die AfD hat hier zu viel Einfluss. Meine Sneaker sind blau wie Einfluss. Du ist Skr und deine Zähne sind geblieben. Wir chillen in Kreta.
Hä? Das ergibt kaum Sinn oder gar keinen Sinn irgendwie. Die labern einfach irgendeinen Bullshit und danach irgendwie, ja, und dann habe ich Skö, 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 Bra. Also wo, das Bra fehlt mir wirklich. Ich muss sagen, mir fehlt das Bra. Also Skö ist gut, aber das Bra fehlt irgendwie. Koffer hab ich's gehört, Buch wieder mit dem Neighbor, er fragt mich, ich hätte es gehört. Maman, je voudrais bien que tu me chercheras un peu de ce cœur parce que je l'aime bien. Ist es gehört, also Mama, hol mir bitte wieder Skö. Skö, Skö. Der Beat ist geil. Je mange du Skö, maman, tu ne veux pas que je pleure, maman, je cherche ma Skö. Skö, Skö. Und ich esse Skö. Also Mama, hol mir bitte wieder Skö. Skö, Skö. Nummer 1. Je mange du Skö, maman, tu ne veux pas que je pleure, maman, je cherche ma Skö. Skö, Skö. Also ich muss echt sagen, der ist echt nicht schlecht, der Song. Also auch wenn der vom Inhalt und allem eigentlich echt voll der Bullshit ist, also muss ich wirklich sagen, aber der ist echt gar nicht mal so schlecht. Der ist echt gar nicht mal so schlecht. Also das Video, ich finde die Location cool. Ich finde die Location cool. Ich muss sagen, diese Street, wo haben sie hier die Street? Hier, diese Street hier, die finde ich eigentlich echt irgendwie geil. Also irgendwie, auch die Straße sieht irgendwie richtig pornös aus. Also ich muss sagen, auch wenn der Inhalt Bullshit ist, ich habe und dann bei diesem Part, bei dem Typen hier, habe ich irgendwie gar nichts verstanden. Bei dem Typen, weißt du, also ich habe gedacht, das ist ein Sänger, das ist der Dude hier, aber anscheinend sind das irgendwie zwei und ich muss sagen, ich habe bei dem den Part gar nicht verstanden. Gibt es irgendwie eine Frau, keine Ahnung, die ist das, Skür, bla bla, aber auf jeden Fall, ja, fand ich gar nicht mehr so schlecht den Song. Ja, weil er halt auch als Fun-Song deklariert war und alles andere und man auch eigentlich klar versteht und die haben eigentlich dieses Kirskere auf den Namen genommen. Ja, aber auf jeden Fall schickt noch weitere Song-Ideen. Ich meinte Reaction-Ideen zu. Und auf jeden Fall mit diesen Worten beende ich noch das Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss.